ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir eine 200 Level Default Death Run Map. Es soll wieder gratis XP für den Season Pass geben. Wir werden uns anschauen, wie viele XP, wann es die gibt, wie hoch die sind, ob es sich rendiert, ob es vielleicht versteckte XPs gibt. Die Map soll einfach sein. Werden wir auch sehen, ob sie einfach, mittel oder schwer ist. Map kurz zu der Map in der Videobeschreibung. Und ja, wenn euch das Video, wenn ihr es euch bis zum Ende angeguckt habt und es euch gefallen hat, zeigt es mir mit dem Daumen nach oben, damit ihr weiterhin solche Maps sehen wollt. Das unterstützt mich sehr. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare eure Map-Codes schicken oder irgendwelche Map-Codes von Maps, die ich mal spielen soll. Und ihr könnt mich auch anderweitig unterstützen, indem ihr mir auf TikTok, Instagram und Twitch folgt. Auf Twitch streame ich natürlich auch regelmäßig, wenn meine Kinder nicht da sind oder auch wenn sie mal da sind. Da könnt ihr mir gerne überall folgen. Das würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mich da unterstützt. Vor allem auf TikTok, damit ich dort immer die 1000 knacke, um dort live zu gehen. Und ja, ich würde sagen, jetzt ohne lang zu schnacken. Hier steht es auch nochmal auf der linken Seite. EP-Belohnung. So, ohne lang zu schnacken, Spiel starten. Mapcode in der Videobeschreibung, Links zu meinen Social Media Kanälen, alles in der Video- und Kanalbeschreibung. Und ich würde sagen, auf geht's! So, Checkpoint 22. Was? Oh, okay. Bei 200 Levels A 22 EP sind 4400. Boah. Das ist schon mal ordentlich. Da oben links, rechts sieht man auch, es gibt für die Playtime XP. Ich denke mal, für die 200 Level gibt es auch EP. Und 800 für 10 Level. Okay. Das heißt, bei Level 20 gibt es dann die nächsten. Hier wird es gerade tatsächlich wieder weniger. Ist aber nicht das Problem. Und hier kann man Secrets finden. 1900, cool. Sag mal, sprinten kann man auch, sehr nice. Die EP werden irgendwie gerade weniger. Warum? Aber egal, soll mich nicht stören, es gibt EP. Und ja. Und man kann Level sogar hart überspringen, wenn man mal eins nicht schafft. Das ist sehr nice. So, 20 Level. 302 EP? Was? Wartet. Nee, ich wollte schon sagen. Dann war das nur, weil ich wieder weitere 10 Level geschafft habe. Okay, schade, dass nicht gesagt wird, wie viel Secrets es hier gibt. 3500 EP? Soll ich noch irgendwas dazu sagen? Diese Map rentiert sich aber richtig hart an EP. Au. Ne, hier muss ich ehrlich sein.
Ey, hör mal auf! Die kann ich XP-technisch tatsächlich empfehlen? Nein, oh, Schweige. Also, XP-technisch kann ich die wirklich empfehlen, die Map. Und jetzt müsste es ja gleich wieder mehr geben. Auch wenn die XP hier gerade... Nein! Sterben! Der wird mitgenommen. Auch wenn die XP gerade tatsächlich weniger werden. Was war denn das? Hallo? Jetzt? Oh meine Güte, was war das denn? Auch wenn die XP tatsächlich gerade weniger werden, aber es rentiert sich, muss ich sagen. Hier war was. Nein! Da war ein Schuh! Den will ich! Ein Schuh! XP! Ja, damit! 1500? Ja. Meine Güte, was ist denn heute hier los? Ich muss Handy mal ganz kurz weglegen. So. Oh nein, hier sliden. Ah, zum Glück kann man sich hochziehen. Hui! Nein, 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 ich will den Checkpoint! Verschenkt doch kein XP! Okay, au, au. Au, 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 au. Au. Gab's hier was Verstecktes? Nö. Au. Alter, das ist aber mal nice gemacht. Geht das jetzt die ganze Zeit noch so weiter? Oh Gott. Hausschuh! Ja, das lohnt sich wirklich. Huch! Oh! Alter, da gibt es nur eine Falle? Ernsthaft? Ja. Mami, ich bin gleich tot! Hui, wir haben es geschafft. Wir haben immerhin schon 53 Level. Okay, danke für die Info, dass ich da springen musste. Das hätte ich echt nicht gerafft. Oh. Oh, haben wir hinbekommen. Das haben wir auch hinbekommen. Ich renne die ganze Zeit mit 10 Leben durch die Gegend. Warum? Haha! Nein! So. So. Yo, da haben wir wieder was geschafft. Okay, das zeigt doch schon, dass hier eine Falle ist. Mhm. Warum die jetzt ausgelöst hat, weiß ich nicht. Ah, von oben. Okay,
Okay, die XP werden jetzt wirklich pro Checkpoint weniger, aber es gibt für alle 10 Level noch XP. Das ist interessant und das ist auch mal richtig geil gemacht hier. Ich habe nur die Befürchtung, dass ich hier irgendein Secret auslasse. Und das wollen wir ja nicht. Okay, welche Richtung gehen wir? Da ist eine Falle, da ist eine Falle, da ist eine Falle, da ist eine Falle, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ey, das kannst du mir nicht erzählen, da ist doch irgendwas versteckt. Außer eine Falle. Hier ist gar nichts. Lol. Okay. Dann so. Das ist fies. Ich bin da mit 70 Level los und ohne voll sprinten. Machst du mich bitte wieder voll Checkpoint? Weil das ist jetzt richtig fies, wenn man hier nicht mehr voll gemacht wird. Jetzt bin ich wieder voll. Da gab es gerade wieder 222 EP. Nice, nice. So. Sowas ähnliches hatten wir ja schon mal auf einer anderen Map. Nice, nice, nice. Das schaffen wir auch so. Keine Falle, sehr gut. So. So. Oha, habt ihr das gesehen? Okay. Nice. Ja, sowas hat man schon mal auf einer anderen Map, wenn ihr euch erinnert. Ich wollte nur gucken, ob es da oben eventuell was gibt. So einen versteckten Schuh oder so. Wir haben schon lange kein Secret mehr gefunden. Entweder bin ich blind und ich renne die ganze Zeit dran vorbei oder keine Ahnung. Boah, 100 Level, 3000 noch aber 3300 glaube und noch mal 500 extra. Cool. Okay. Ich glaube tatsächlich, wir haben die ganzen Schuhe ausgelassen. Aber gut, kann man ja auch nicht wirklich wissen, ne? Okay. Okay, okay, okay. Es ist immer nur ein Feld. Warum? Hier könnten ruhig mehrere Felder kommen. Das ist doch nicht so schwer.
Hä? Da oben. Da unten. So. Nee, ich dachte, da oben wäre gerade was versteckt gewesen. Aber dem war nicht so. Und da hätte ich noch höher springen können. Nee, kann man nicht höher springen. Okay. Kann man doch auch ganz einfach rüberklettern. Okay, das verstehe ich jetzt hier gerade nicht so wirklich. Aber das verstehe ich mit der Falle. Alter! Ich verliere so langsam den Überblick. Oh mein Gott. Okay, nice. Das war falsch. Da habe ich's gesehen. Okay, hier muss ich einfach nur rüberrennen. Da war eine Falle. Okay. Kein verstecktes Secret mehr. Das ist seltsam. Was ist hier los? Okay, hier ist der Punkt. Beeilung. Ist aktiviert. Okay, das ist chillig tatsächlich. Was? Da kann man sich hochziehen, aber warum? Oh je. Wo ist denn der Punkt? Ich habe ihn gesehen. Nein! Ich habe doch E gedrückt. Jetzt. Bäh.
Okay. Das ist creepy. Ey, hier wird so irgendwo ein verstecktes Secret geben. Ey, für was sind diese Räume? Hä? Okay. Ich habe herausgefunden, für was. Happen! Das war ja einfach. Oh nein. Oh nein. So. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie viel XP ich bekommen habe. In welchem Raum ist der Punkt? Hä? Okay, Spielzeit wieder bekommen, XP, nice. Jetzt mal eine ganz doofe Frage. Gibt es hier überhaupt einen Punkt? Kommt mir gerade so rüber, als ob keiner existiert. So, ich habe jetzt die unteren Ecken abgeguckt. Gucken wir uns mal die Dinger an. Nein. Nein, okay. Unten in der Reihe ist er nicht. Nein. An der Decke ist er aber auch nirgendwo. Hoffentlich. Das war falsch. Ich wollte hier unten gucken. Das war falsch. So. Das war falsch, aber wir können gleich mal gucken. Nein. Na, hier waren wir schon. Ich fühle mich hier gerade ein bisschen veröppelt von der Map. Hier oben waren wir doch schon überall. Hä? Aber jetzt mal ernsthaft, wo ist der Kack-Button? Hab ihn gesehen. Ha! Hat ja nur ewig und 10 Jahre gedauert.
Mhm. Ey. Nach langer Zeit haben wir mal wieder einen Schuh gefunden. Hallo, hoch hier. Ja, ich muss sterben. Ich komme noch gar nicht mehr hoch. Und ein Level Up. Wir haben hier ernsthaft schon so viel XP für ein Level Up gesammelt. Leute, ich habe gerade tatsächlich 13.000 XP gut geschrieben bekommen. Also, was soll ich sagen? Es lohnt sich, die Map zu spielen. Was? Und das? Oh, okay. Sowas mag ich ja. Hm? Mhm. Das war knapp, muss ich sagen. Okay, ja, hier nutzen wir tatsächlich mal das Ding aus, würde ich sagen. Denn das war gerade ein bisschen kacker. Was? Ui, geschafft. Geschafft. Secret! Okay, wir haben tatsächlich eine Handvoll Secrets hier ausgelassen. Was war das? Chillig. Zehn Sekunden sind die Platten nur da, okay. Ah, ich verstehe. Na, hier bleibe ich mal lieber oben stehen. Denn wenn ich das hier sehe, habe ich auf jeden Fall den richtigen Weg gewählt. Ui, war das knapp. Schuh eingesammelt. Okay. Okay, hier ist jetzt nur Klettern angesagt, außer man schafft es bis rüber. Gekriegt. Aha. Oh. Mhm. Okay. Was habe ich denn?
Okay, der Tod hier, der war ja gerade mal komplett lost von mir. Hier gibt's. Oh, 200 EP gab's gerade. Da oben gibt's nichts drin, oder? Nö. Schade eigentlich. Ich dachte, da gibt's hier ein Secret. Hallo? Hä? Jetzt? Was war denn das gerade für eine Aktion? Wir haben es geschafft! Alter, 5700 EP gab es nochmal. Nice! Champion Room. Ach, wisst ihr was? Okay, dann nicht. Die wollen mir den nicht geben. Naja. Wo ist denn das mit den? Es gab 5 Schuhe. Wir haben alle 5 gefunden. Cool. Ah ne, 10 gibt's. Oh. Okay. Ja, was soll ich sagen? Bonuslevel werde ich nicht spielen, das überlasse ich euch. Mir hat die Map echt gut gefallen. Es gab gut XP. Nicht zu schwer, nicht zu einfach. Und wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir, indem ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Schreibt mir Kommentare, vor allem mit euren Map-Codes oder mit anderen Map-Codes, die ich spielen soll. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Rockstar, Dancer, Killer, Dropper.